Hallo, Halli hier und willkommen zum Donnerstag-Stream von Dwarf Fortress. Man sieht, ich habe immer noch nicht die Birne getauscht. Und ich habe es entgegen der Aussage vom letzten Mal nicht geschafft, am Mittwoch zu streamen, weil ich den Geburtstag von Schwiegervatern vergessen hatte. Da musste ich dann doch Familie priorisieren statt Zwerge. Und ich habe festgestellt, dass mein Mod inaktiv ist. Warum auch immer. Dann heute mal ohne Streamlabs. So viel Spam passiert hier ja eh nicht, ne? Gut. So. Hollow ist immer noch drowsy. Das kennen wir ja schon. Der ist immer so drauf. Und irgendwer hat mal wieder an meinem Mikro rumgespielt. Das ist immer das Problem, wenn die Kinder mit im Zimmer sind. So, warte mal, ich muss mir das irgendwas so. Schlecht vorbereitet. Hätte ich erst gucken müssen. Habe ich aber nicht. So. Jetzt ist er. Mist. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Gut. Erstmal Zeit weiterlaufen lassen, weil hier passiert jetzt ja oben zumindest nicht wirklich viel. Außer, dass wir auf irgendwelche Angreifer warten, die wir aber nicht haben, ne? Nein, nicht, dass ich irgendwie mit einem Cliffhanger aufgehört habe. Möglich ist ja alles. Ich habe aber tatsächlich überlegt, wo wollte ich hin? Ne, da eigentlich nicht. Da ist, ach, und da ist, hier ist das. Okay. Meine Überlegung ist, jetzt wirklich Cave 2 zu entfluten, was auch immer das für ein komischer Ausdruck ist. Ich habe überlegt, dass wir hier sozusagen mal das Wasser ablassen. Hatte ich ja letztes Mal schon gesprochen, dass wir das sozusagen einfach nach Cave 3 durchreichen, das Wasser. Ich weiß nicht, was es bringt. Nein, also der Plan ist, dass wir uns jetzt eine kleine interne große Pilzfarm zulegen. Und das lässt sich hier mit einem gefluteten Cave super hinkriegen. Wir müssen es halt nur abgelassen bekommen. Na, Tollo! Mensch, schön, dass du da bist. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Weil nach unserem Männerschnupfen-Stream warst du weg. Und ich habe mir schon gedacht, deine Freundin fand das nicht so gut. Meine Frau übrigens auch nicht. Die muss natürlich genau dieses Video gucken. Und mir ein bisschen was anhören. Deswegen hatte ich überlegt, oh, hoffentlich hat der Hollow das überlebt. Die Frage ist nur, wie viel. So. Ich bin ja hier immer im Keller. Aber nein, ich durfte noch hoch. Alles war gut. Sie kennt mich ja und kannte die Sprüche auch vorher schon. Deswegen ist das nicht schlimm. Wie lässt man das denn am besten ab? Ist ja die Frage. Theoretisch müssten. Es sind zwei Ebenen gefüllt mit Wasser, ne? Wir müssten eine untere Ebene kriegen, die da drüber kein Wasser hat. Das wird aber schwer. Was ist unten? Oh. Genau, das ist ganz oben. Da ist sogar Luft überall drin. Okay. Ja, super. Stressig, aber war schön. Ich hoffe, bei dir auch. Also, ja, gut. Ich hatte Donnerstag, Dienstag frei. Ich hatte also ein super langes 6-Tage-Wochenende. Das ist immer schön zu Ostern. Und, unglaublich viel Stress auch gehabt, wie immer bei Feiertagen mit Familie und sowas. Aber das ist angenehmer Stress gewesen, deswegen alles gut. Wie kriege ich das? Aber wenn das die unterste Ebene ist, der ganze Teil hier in der Mitte, der hat nichts. Ich müsste, also ich könnte also.
Ich könnte hier angraben, ne? Dann kann ich von oben nämlich reinchanneln. Also ich grab mich da lang. Bereite hier alles vor. Also mit Floodgate oder was weiß ich nicht was. Und kann dann hier oben reinchanneln, dass das Wasser sozusagen dann, wie die Floodgates aufmache, hier das Wasser dann runterläuft. Und das landet dann. Du magst deine Battle-Axt. Ja, okay. Jetzt bin ich nach oben gegangen, statt nach unten. Nein. Achso, der hatte mich hochgebracht. Ah, sehr nett, danke. Immer noch wegen Corona? Die Arme. Wo ist mein Wasser? Nee, das ist schon Cave 3. Hä? Ich habe Cave 2 verloren. Da ist es. Ich muss einmal kurz denken. Die gehen ja eh hier, glaube ich, lang. Ne? Hier geht es ja, glaube ich. Das ist der Weg nach unten, den sie zur Mine nehmen. Ne? Nee, den sie hier. Ah, okay. Oh, ach, die Arme. Auf alle Fälle gute Besserung für sie noch. Also nach der Zeit. Wie, das ist jetzt ja. Doch schon, glaube ich, 3 Wochen her. War erst 2? Egal, viel zu lange. Okay, Ambush. Ambush heißt, sie kommen wieder mit zig Leuten, ne? Und wir wollten sie diesmal durchlaufen lassen, dass sie eigentlich unseren, warte, warum seid ihr? So. Wir lassen die Elfen durchlaufen, um unsere Karawane zu vernichten. Die hier sinnlos rumsteht seit einem halben Jahr. Das ist total gemein, ich weiß, aber der Plan ist, die loszuwerden. So, dann darf ich hier F8, F9. Hier sollen sie noch channeln, ne? Was machen die Miner denn gerade? Gar nichts. Ist ja nicht viel, ne? Ach, können sie gerade gar nicht. Ist Alarm, ne? Können sie. Okay, dann lassen wir die das gleich machen. Auf was schießt ihr jetzt? Wissen wir nicht. Kämpfen die. Ach, auf die Katze wieder. Ja, gut. Katzen sind nicht schlimm. Katzen können sie erschießen. Wie gesagt, wir werden leider nicht unsere Magma-Falle einsetzen können, weil wir ja wollen, dass unsere unliebsamen Karawanentypen getötet werden. Aber wir können. Alter, was ist denn hier jetzt schon wieder gestorben? Ich will es gar nicht wissen. So, wir machen das. Gehege und den Gang machen wir zu. Dann ist uns das egal. Wir finden heraus, was hier gestorben ist. Und halt immer noch die Frage, warum sie hier die Fässer und so nicht nutzen. Irgendwann werden wir, wie gesagt, deswegen wahrscheinlich Nahrungsmittelprobleme kriegen. Ja, die Festung wird ewig überstehen. Also, wenn ich jetzt nach YouTube-Folgen gehe, sind wir bald bei 500 angekommen. Ich bin total begeistert. Und ich muss irgendwann noch den YouTube-Algorithmus irgendwie verstehen. Irgendwie die Folge 430, die ist durch die Decke gegangen den Monat. Ich weiß nicht warum. Aber ich muss sowieso auch da hier die Thumbnail-Sache muss ich noch durch. Irgendwann, der habe ich auch schon seit Wochen nicht mehr gemacht. Ich habe die letzten 30 Folgen oder so noch nicht mal mehr einen vernünftigen Titel dran geschrieben. Ich habe zu wenig Zeit. Und
Und ich fange ja auch immer wieder mit was Neuem an. Ich habe jetzt am Donnerstag oder Freitag. Kurz überlegen. Nee, das war Donnerstag. Ich habe am Donnerstag mit Astrologie angefangen. Ja, unbeabsichtigt. Also mein Bruder, der hat ein Teleskop. Oder hat eins. So ein großes, hier keine Ahnung. 150 Millimeter, wie heißt das? Keine Ahnung, Durchmesser. Mit 1200er Brennweite. Und das war ihm viel zu groß. Und da hat er gesagt, ob ich das hier nicht irgendwo einlagern könnte bei mir hier im Keller. Und dann war am Donnerstagabend schönes, klares Wetter. Und da dachte ich mir, ach komm, jetzt hast du das Ding seit Monaten hier unten im Keller rumstehen. Bau das doch mal auf. Das war total cool. Und jetzt hab ich mir ein neues Okular bestellt. Das ist noch ein Hobby. Man kann nie genug Hobbys haben. Meine Frau dreht schon wieder durch. Nein, tut sie nicht. Also, sie fand es auch cool. Aber als ich dann gesagt habe, ich brauche ein neues Okular, ich brauche eine größere Vergrößerung, hat sie gleich gesagt, so von, du spinnst doch. Ich durfte es trotzdem bestellen. Was machen denn die Elfen jetzt hier? Trödeln. Aber sind es gar nicht so viele. Ja, weißt du, dass man für die, das Hobby braucht man auf alle Fälle, keine Ahnung. Da muss man für studiert haben. Wenn es dann um optimale Vergrößerung geht, maximal, minimal Vergrößerung, was für Filter man für welche Objekte nehmen muss und wie man überhaupt was am Himmel sieht, wo man dann hingucken muss, wenn man mal eine Galaxie oder sowas sieht. Ganz, also, ich muss da irgendwann mal ein Studium für abschließen. Nein, das ist jetzt so eine Sache, das kommt jetzt irgendwann die Woche, soll das noch ankommen, das neue Okular. Dann muss ich mich, rege ich mich erstmal darüber auf, dass die Objekte, die ich sehen möchte, jetzt die nächsten 2 Wochen gar nicht zu sehen sind. Dann werde ich das in 2 Wochen wieder auspacken, mir alles angucken, was ich sehen möchte und dann kommt das hier unten wieder in den Keller, liegt dann ein halbes Jahr rum bis zum Herbst, bis ich mir den Mars angucken kann. Und danach verschwindet das irgendwo in der Versenkung. Ich habe keine Zeit, damit auch noch anzufangen. So, passiert hier jetzt was? Das kommt. Die Elfen haben keinen Bock, ne? Das macht sowieso die Karawane hier. Die paar Elfen. Ja, da kommt wieder so ein Ambush mit 100 Leuten, aber es sind aktuell nur 12? Vielleicht 15, wenn wir Glück haben. Wo bist du eigentlich? Cave 1, da hilft es mir nicht. Cave 1 ist das einzige Cave, das mich überhaupt nicht interessiert. Warte, da habe ich noch nichts von gehört. Erzähl mir was Neues. Was ist jetzt der echte dritte Monkey Island Teil? Davon habe ich jetzt noch nichts gehört. Also ich habe sowieso, ich bin einer der seltsamen Leute, ich habe ja nur die ersten beiden gespielt. Deswegen, was auch immer jetzt als dritter Teil kommt, das wäre für mich sowieso der dritte. Ich habe hier den dritten und so weiter, weil die haben ja da dann sozusagen das grafisch und so weiter auch umgestellt. Ich glaube, der vierte war dann wirklich in 3D. Ach gut, das erklärt den anderen Stil. Das wusste ich zum Beispiel. Wie gesagt, ich habe nur die ersten beiden wirklich. Was? Oh, Scheiße. Ah, nee, Swordsdwarf. Das sind nicht unsere. Die Zwerge zählen nicht für den Counter. Ich muss mal nachgucken. Oh. Die zählen nicht für unseren Counter.
Ich habe jetzt gerade schon ein bisschen Panik gekriegt. Ich fand das Ende vom zweiten Teil auch ein bisschen doof mit Big Whoop als Jahrmarkt. Ich weiß, wie gesagt, da ich den anderen dritten nicht gespielt habe, weiß ich nicht, haben die das dann auch über einen Kickstarter oder sowas gemacht oder wie haben sie das hingekriegt? Wahrscheinlich, ne? Greifen Sie die Händler gar nicht an? Da stehen die Merchants auf einer Stelle und werden nicht angegriffen. Aber vielleicht, wenn sie genug verloren haben, dann hauen die, glaube ich, ab. Oh, das ist cool. Muss ich mir direkt angucken. Also im Jahrmarkt fangen die dann an. Also die Idee finde ich cool, wenn es da weiter. Das würde ich mir auch holen. Ich hätte auch immer mal überlegt, das auf YouTube auch zu bringen, aber dann dachte ich mir, von Monkey Island gibt es so viele Videos, das brauche ich nicht. Ist hier noch ein Geist? Warum? Dann kümmern wir uns mal kurz um den Geist. Kommt noch die... Ah, super. Noch ein Geist? Nein, nur einer. Ja, dann weiß ich ja schon mal, was ich dieses Jahr noch spielen muss, neben KSP und vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, die Steam-Version von Dwarf Fortress.